Gut, soll uns aber nicht aufhalten, dann macht er wenigstens den größten Teil der Arbeit. Den Rest können wir immer noch machen, wenn da Kleinigkeiten überbleiben. So, dann bereiten wir mal ein vor zum Abbunkern. Da nehmen wir auf jeden Fall unseren schönen Überladewagen für. Und ich glaube, den lassen wir ziehen vom Klaas. So, auch hier muss ich mal eben gucken. Kamerabewegung aus, Rückblicken an, adaptive Lenkung aus. Das und das auch aus. So. Merkst du das, wenn ich das kaufe? Ich merke gerade gar nichts, ne? Okay, nicht, dass es leckt oder so wegen diesen Feedbacks. Jetzt Kann ja war ich. sein. Ja, ne, im Moment nicht. Tipptopp. Jetzt war ich zu voll, mir ein eigenes Tor aufzumachen und muss deswegen rumrangieren. So, dann ziehen wir den kleinen Überladewagen hier mal raus. Ist auch ein Monster. Ich hoffe, dass letzten Endes auch für die ganzen Tridem-Fahrzeuge die Auffahrten halbwegs vernünftig funktionieren. Weil die eine oder andere Auffahrt doch vielleicht ein bisschen steil ist. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass es sich nur auf dem Server hier so leicht merkwürdig fahren lässt. Etwas zeitverzögert. Oh. Falsche Fahrzeug. Ich wollte hier auf jeden Fall rein. Also ich muss es von Hand aufladen. Was musst du aufladen? Von Hand? Nein, sagt sie. Geht das sonst nicht? Nee, ich mach jetzt keinen Scheiß. Doch. Ich komme gleich mal kurz dahin gehüpft. Wenn ich alle drin habe. Den parke ich jetzt mal kurz hier ab. Bist du denn da? Geht aber. Ja, weil ich jetzt da drin bin, weil ich die gerade reinlege. Ja, das sind die, die im Auflieger liegen. Mach nochmal. Da sind welche daneben. Tatsache. Was? Kann gerade nicht. Ach doch, jetzt kann ich. Die lassen sich wirklich bei dem Anhänger nicht auffüllen. Ich krieg das hin. Oder es hat halt was mit dem Aufnahmepunkt davon zu tun. Ich will mal versuchen, hier mich lang daneben zu stellen. Ich denke mal, der Befülltrigger ist oben bei der Öffnung des Ja, Auflagers. nee, funktioniert nicht, tatsächlich nicht. Okay. Uncool. Ja, musst du entweder gleich einen anderen Anhänger nehmen oder machst das alles per Hand. So, was ist mit unserem Helfer? Der hat schon wieder aufgehört. Der streikt. Der streikt und hat hier die Hälfte schon kaputt gefahren. Das ist ja ein toller Helfer.
Also wäre toll, wenn die vernünftig funktionieren. Lass mal immer weiterfahren. Und gucken, ob er gleich wieder meckert. So, 10,50 Fendt, den brauchen wir jetzt auch noch. Aus, an, aus, an, aus. Genauso. So, mit dem werde ich mir jetzt den Flug schnappen. Und die ersten Runden flügen. Ich werde unten Feld 40 mal anfangen, einfach so. Flug steht ja hier. Ich habe das doch gerade ausgemacht. Kamerabewegung aus. So. Ja, und endlich auch meine lang vermisste Keyboard-Steer-Mod zum Laufen gebracht. Gab da nur eigentlich einen Fehler, dass die Mod quasi nochmal gepackt war und also der eigentliche ZIP-Ordner in einem anderen ZIP-Ordner drin steckte. Das muss man natürlich auch erstmal wissen, weil das stand nirgendwo. Aber dann hat sie immer noch nicht funktioniert und wir haben noch eine andere gefunden, die jetzt tatsächlich funktioniert. Kann ich ja eigentlich den Feldweg hier benutzen, wenn ich zu Feld 40 will. Das ist doch schön. Bisschen Unkraut auf dem Feld, aber das ist gleich weg. Und wie gesagt, Unkraut haben wir ja eh jetzt mittlerweile aus. So, wo war Seite wechseln? Da. Jetzt macht das aber komischerweise auch in der Außenansicht mit dem da hinten gucken. Hat er vorhin nicht gemacht. War schüchtern. Anscheinend. So, gucken wir mal, wie lange wir hier heute brauchen, bis wir alles durchgepflügt, durchgegruppt, gekalkt und gedüngt und eingesät haben. Ich glaube sowieso nicht, dass wir alles heute noch schaffen. Na ja, schauen wir mal. Fährt sich irgendwie schwammig. Ich glaube, das hat was mit dem Server zu tun. Wie viel FPS hast du? 60 und wenn ich es freischalte sogar über 70. Das ist gut. Ja, es hat auch weniger was mit den FPS zu tun, sondern eher mit irgendeiner Verzögerung wahrscheinlich, eine Latenz da drin. Aber drosseln wir wieder auf 60 FPS. Ich merke keinen Unterschied, wenn wir das freischalten. Ob ich nun 140 habe, 160 oder teilweise auch 170 oder 60, ich weiß nicht, ich merke da keinen Unterschied. Ich fahre jetzt mal mit den ersten 14.000 Saatgut zum Hof. Ja. Und versuche das dann mal mit einem anderen Anhänger. Genau, mach das mal. Dann geht das auch schneller und einfacher, ist dann weniger kompliziert. Aber anscheinend ist es wirklich da nur mit an dem Anhänger zu liegen, was natürlich mir schade ist. Wäre praktisch gewesen. Das auf jeden Fall.
Auf dem Hof ging es ja. Wird ja von oben befüllt. So, Lohnzahlung schon. Aha, Alter, er ist teuer. Arbeitet der denn noch? Ja, noch ist er unterwegs. Okay. Hier am schönen Leck drin. War bestimmt mein Shader, der das alles mal geladen hat. Hast du einen Shader drin? Ja, vom Spiel selber oder nicht. Ach so. Wenn du auf der Map umeinander läufst, speichert der das hier. Mhm. Ich war ja noch nicht im Ort auf deiner Map. Ja, okay, verstehe. Aber durch die Keyboard-Steer-Mod, die ist jetzt auch teilweise, ersetzt sie so ein bisschen eine Getriebe-Add-on. Ihr hört ja, dass der Motor anders arbeitet als sonst. Normalerweise zieht der in 1 durch, jetzt schaltet der so ein bisschen. Man kann sogar auch einschalten für LKWs, dass da kein Automatikgetriebe, also schon Automatikgetriebe, aber kein stufenloses Getriebe drin ist. Dann hört man die halt auch schalten. Wobei ausprobiert habe ich es noch nicht, ob das wirklich so ist, dass man dann hört, dass er Gänge durchschaltet. Aber so habe ich es auf jeden Fall aufgefasst. Ja, weil er geht jetzt auch mit der Drehzahl relativ weit runter und fährt trotzdem 12 km/h. Also es ist so ein bisschen Getriebe-Add-on ist schon dabei. Finde ich sehr cool eigentlich. Und man kann für jedes Fahrzeug einzeln bestimmen, was man haben will, ob welche Art von Getriebe. Ich kann euch das ja mal eben zeigen. Weil hier Getriebe. Typ des Getriebes IVT ist ein stufenloses Getriebe. Die anderen Getriebe haben 12 verschiedene Gänge. 2x6 eignet sich am besten für LKWs. Also man hat hier 4x4 Gänge, 4P, keine Ahnung was das ist. 2x6 ist das, ne, also eine 12-Gang-Splitschaltung mehr oder weniger. FPS, keine Ahnung, 6 PS, keine Ahnung, off. Und IVT halt stufenloses Getriebe. Ist auf jeden Fall very nice, diese Mod. Und das lässt sich für jedes Fahrzeug auch selbst einstellen. Und ich glaube, nicht nur für jedes Fahrzeug, sondern auch jeder Spieler kann sich seine Fahrzeuge selbst variiert einstellen, so. Ich glaube, mit dem Flug werde ich ein bisschen brauchen hier. Da spiele ich doch glatt jetzt schon mit dem Gedanken, den Großen zu kaufen. Naja, zu kaufen nicht, aber zu mieten. Ich glaube, ich hätte einen ganz normalen Anhänger nehmen sollen. Was hast du jetzt genommen? Wieso, kannst du auch nicht entlernen? Ja. Kommst du hier auf den Trigger? So sieht's aus. Ja. Welches Lager nahmst du auch nochmal? Das große, genau. Da kannst du es erstmal reinkippen und dann mit dem kleinen Anhänger. Dann tue ich das dann ja nochmal. Ja gut, dann sollten wir den großen Anhänger tatsächlich nur noch für Feldfrüchte nehmen. Ja. Alles andere macht dann da wenig Sinn. War doch zu bequem gedacht. Ja. Ja gut, in den Joskin gingen ja glaube ich 32.000 Liter. Ich meine, passt ja auch relativ gut.